Hallo und moin, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt hier beim Let's Play The Forest, Überlebenskampf im Wald. Die erste Nacht haben wir gerade so überlebt. Es war zwischendurch echt knapp. Ich glaube, so zwei, drei Mal mehr dumm erwischt werden und das Let's Play wäre dann auch nach zwei Folgen schon wieder beendet gewesen. Wir haben es aber zum Glück geschafft. Hey, warte. Du. Das Viech ist weg, da rennen wir jetzt nicht hinterher. Wir müssen uns jetzt nochmal hier irgendwo... Wir sind hier, glaube ich, auch mitten an so einem Höhlensystem, ne? Auf jeden Fall liegen hier überall noch Koffer verstreut. Wir haben auf jeden Fall noch genug Möglichkeiten, Koffer wieder aufzuhämmern und uns ein bisschen Medizin oder so zu suchen. Aber erstmal wollen wir unsere kleine Hütte hier fertig kriegen. Ich weiß gar nicht, was das Unkraut hier vor unsere Hütten soll. Das Feuer halten wir mal ein bisschen am Laufen. Also richtig viele große Bäume. Ich meine den hier, ne? Nehmen wir doch den direkt vor uns. Gott, habe ich mich gerade von unserem eigenen Schatten erschrocken. Ich dachte, hinter mir kommt jemand, aber es ist wohl unser eigener Schatten. Wir sehen hier auch besonders nicht schön im Wald. Wir wollen auf jeden Fall bald mal eine Expedition oder so. Wir wollen ein bisschen wahrscheinlich eher später nochmal eine Siedlung am Meer haben. Ist immer ein bisschen schöner irgendwie, am Wasser zu wohnen. Liegt vielleicht daran, dass ich selber auch am Wasser wohne. So, sehr schön. Hast du hier perfekt hingelegt. Fast. Guck mal, hier haben wir noch einen Baum angebrochen gehabt. Da fehlt ja nicht mehr viel und jetzt sind wir davon so gestört worden. Oh, wo will er denn hin? Das war so ein bisschen so ein Mangerbaum, oder? Der hat nicht so viel gebracht. So, sieben noch. Komm, schaffen wir. So, aber wartet mal. Wir haben hier mal die Möglichkeit, ne? Wir haben noch so ein Inventar. Ich möchte jetzt gerne mal ein bisschen craften, ne? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Hier mit Zähnen. Die können wir nämlich da ranhämmern und dann ist die ein bisschen kräftiger. Das war jetzt noch nicht so wirklich viel. Ich glaube, wir brauchen deutlich mehr. Aber dann, damit werden wir schlagfertiger. Egal, wir müssen eh beides wegnehmen und hoffentlich brauchen wir dann bald ein paar weniger Schläge für die Bäume. Dann können wir ein bisschen schneller voran, ein bisschen schneller uns hier auch erweitern. Wir brauchen dringend irgendwie ein sicheres Baumhaus. Weil irgendwann kommen da so ganz böse große Kollegen. Und wenn wir dann kein Baumhaus haben, wird es uns zerreißen. Naja, ich meine gut, es sei denn, wir können schnell genug rennen. Dann müssen wir uns erstmal ein Stück Fleisch oder so auf den Ofen legen hier. Aber lass uns auch erstmal die Hütte zu Ende bauen. So, zack, zack. Ein bisschen aufräumen tun wir dann später hier. So, was hätten wir denn hier? Haben wir noch ein bisschen Lurch. So, auf den Lurch aufs Feuer, ein bisschen Feuer anheizen lieber. Zack, ein paar Stöcker. Weg damit. Stöcker haben wir genug. Also wirklich viel schneller ist unsere Axt. Oder ne, schneller wird sie ja auch nicht durch Zähne. Wir bräuchten mal Vögel. Also wir müssen auf jeden Fall mal an den Strand. Wir machen natürlich auch noch Erkundungstouren. Aber wir wollen erstmal schnell, nicht dass er verbrät hier, er verbrennt. So, zack, sind wir satt. Können wir uns auch wesentlich schneller erholen. So, die letzten paar Stöcker für unsere Hütten hat, also... Dann haben wir zumindest eine sichere Nacht, eine halbwegs sichere Nacht bei Haus, bis dann die großen Gegner kommen. Hallo. Ja.
erhol dich erstmal ein bisschen. Tiefluft holen. Ein bisschen Unkraut wegmähen. So. Sagen, der haut genau auf unsere Hütte und haut uns die Hütte wieder kaputt. Zum Glück ist die Hütte ja noch nicht fertig. Ist aber gefährlich, ne, mit den großen Bäumen. Ich glaube, das ist nämlich irgendwann auch mal geupdatet worden. Als ich das erste Mal das Spiel gezockt habe, gab es das noch nicht. Jo, unsere Hütte ist fertig. Und zur Freude springen wir erstmal ins Feuer. Da können wir natürlich auch unsere Energie wieder verballern, ne? Wenn wir selber die ganze Zeit ins Feuer springen, richtig blöd. So, wollen wir noch mal gucken, gibt es ja noch ein paar geschlossene Köfferchen. Wir könnten gut wieder ein bisschen Medizin oder so brauchen. Steine brauchen wir aktuell nicht. Ich möchte eigentlich auch gerne wissen, in welche Richtung gehen wir denn wohl so. Hier haben wir noch ein bisschen Holz liegen. Ich habe keine Ahnung, wo uns das jetzt hinführt. Ich will nur einen kleinen Überblick hier verschaffen, wo wir eigentlich sind. Ah, kann ich dann. Nein, kriegen wir nicht, ist zu schnell. Ja, aber hier gehen wir immer höher und höher ist blöd. Höher wird nämlich nicht das Wasser kommen. Wenn, dann müssen wir in die Tiefe. Und ganz schön, unser Haus wird jetzt immer angezeigt hier. Ja, tut uns leid, Kaninchen schnell eingesammelt, hat keiner gesehen. Dachte ich mir schon, dass das irgendwie giftig ist. Ach nee, ahnst das nicht. Hier ist schon ein eingeborenes Dorf. Was ist denn hier los? Wir brauchen was zu trinken. Wir müssen uns mal um Trinkwasserversorgung, glaube ich, kümmern. Aber auch dafür wäre zum Beispiel ein Strand ganz gut. Am Strand kann es nämlich sein, dass es Schildkröten gibt und mit Schildkröten kann man zum Beispiel Regenwasser und so aufsammeln. Wir haben hier irgendwie einen blöden Startpunkt erwischt, finde ich. Macht die ganze Sache nicht unbedingt einfacher. Aber vielleicht laufen wir da hinten nochmal hin. Irgendwo muss dann ja in irgendeine Richtung. Kommt das Meer? Guck mal, hier haben wir doch noch ein schönes Körperchen. Zack, zack. Zwei Closes wieder gefunden. Tennisball. Hier haben wir einen Topf. Old Pot Collected. Da können wir bestimmt irgendwie Wasser herstellen. Das Feuer hier ist komplett ausgegangen. Früher doch auch nicht. Wie viel Medizinflaschen gibt es denn hier? Can't carry any. Na, kann ich nicht mehr mitnehmen. Das sind viel zu viele. Ups. Weg war's. Das Kanickel. So, welche Richtung geht's hier? Okay. Oh nein, das sind Inselbewohner. Sie haben uns. Ich versuche wegzurennen. Nicht zu funktionieren. Doch, wir sind aktuell nirgendwo okay. Wir sind nicht mehr gesichtet. Na doch, wir sind wieder gesichtet. Da hinten sind sie. Ja, ich sage ja, mir gefällt diese Region, wo wir rausgekommen sind, gar nicht. Hier ist viel zu viel Terror.
überhaupt keine schöne Ruhe, uns hier eine schöne Basis oder irgendwas zu bauen. Ist halt auch ärgerlich. Wir sind ganz schön weit weggerannt. Haben wir eigentlich ein bisschen Medizin gekriegt. Überall Koffer verteilt auf der Insel. Auf jeden Fall gibt es hier was zu futtern, also Koffer sollte man immer mitnehmen. Ich glaube auch, wenn wir das Spiel nächstes Mal wieder starten, nachdem ich diese Aufnahmesession beendet habe, sofern ich dann die ganze Aufnahmesession. Also wäre auch sehr schön. Wo kommt denn endlich der Strand? Die Insel ist ganz schön groß. Ist die Insel irgendwie gewachsen in den letzten Updates? Weil dann überall sind irgendwelche Zombies unterwegs, das ist ja verrückt. Ah, du Reh, siehst du uns? Leider sieht es uns. Aber es kommt ein Rand. So, komm, kriegen wir. So, das ist richtig viel Fleisch. Sorry. Musste sein. Ja, ich glaube, ich will jetzt aber nicht abenteuermäßig hier schon echt irgendwo wild Richtung Strand laufen. Kämpfen uns mal so ein bisschen durchs Untergestrüpp. Dann versuchen wir wieder zu unserer Base zurückzukommen. Ungesichtet. Aktuell habe ich noch nicht den kürzesten Weg, glaube ich, gefunden, den wir Richtung Strand gehen könnten. So, hier haben wir doch den Flieger wieder. Das ist auch da vorne unsere Hütte. Sind wir einigermaßen sicher, aber die Hütte wird dann auch sozusagen angegriffen von den Inselbewohnern und kann dann, glaube ich, auch tatsächlich wieder zerstört werden. Deswegen wollte ich eigentlich noch ein schönes Baumhaus oder so haben. Hier hätten wir gesagt, naja, es geht immer weiter nach oben und hier laufen wir wieder runter. Das ist der große See, den können wir uns zumindest jetzt hier schon mal ein bisschen aus und da ist das eingeborene Dorf. So, Angriff ist ja manchmal die beste Verteidigung, ne? Keine Ahnung, was das soll. Aber meistens gab es zumindest in den früheren Teilen irgendwie Seile, die man mitnehmen konnte. Genau, die brauchen wir nämlich nochmal. Und manchmal sind das auch relativ sichere Hütten. Das ist auch ein ganz schöner Platz hier eigentlich, ne? Koffer brauchen die Eingeborenen nicht. Eigentlich könnte man das hier ganz schön dicht bauen vielleicht. Dann könnten wir uns hier ein kleines... Oh, Vögel. Wir brauchen dringend Federn. Sagt doch einer was. Hallo, stopp. Ah. Zerstören kann man die komischen Dinger nicht. Ich weiß aber jetzt eben auch nicht, ob hier direkt... Aber schön ist ja schon mal am See, dass hier viele Vögel unterwegs sind.
Oh. Das ist eine komische Pflanze. Können wir die mitnehmen? Nein. Auch eigentlich ein schönes Bauplätzchen hier, ne? Mir gefällt es hier ganz gut. Was ist das eigentlich für ein komisches Teil? Können wir hier irgendwo hoch? Können wir. Will ich aber gar nicht. Nachher falle ich noch runter und sterbe. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Fallschaden er ab kann. Mal den Topf. Ach, haben wir schon. Den Topf können wir noch eingebrauchen. Da muss ich aber noch mal gucken, wie man Wasser genau trinkt. Das müssen wir ja irgendwie wahrscheinlich aufsammeln. Das ist ein Koffer hier immer, ne? Oh Gott. Ich beschmeiße ich mit Stein. Ich muss hier weg. Ich muss nur kurz mal ausruhen. Scheiße. Ja, das ist euer Dorf, ich weiß. Ich lasse euch in Ruhe. Ich gehe schwimmen. Gut, dass wir so einen langen Atem haben. Sieht echt gut aus, ne? Also Wasser finde ich, das ist ganz gut gelungen, ja. Hoffentlich versuchen sie uns jetzt aber nicht den Weg hier abzuschneiden. Jetzt gehe ich mal wieder rüber auf Tauchstation. Hier liegt auch einfach ein Seil rum, dann hätten wir gar nicht in die zu den bösen Inselbewohnern müssen. Waren wir jetzt aber. Ja, schade, ne? Dass wir irgendwie keinen Strand in der Nähe haben. Ich würde echt gerne mal runter zum Strand. Ist ein bisschen schöner dort, sich eine schöne Hütte zu bauen. Ansonsten bauen wir uns jetzt vielleicht auf Sicherheit nochmal ein Dorf. Dorf, sage ich schon. Hier im Baumhaus machen wir in der nächsten Folge, würde ich behaupten. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mich unterstützt und dann ein Like und einen Kommentar hinterlässt und wenn ihr dabei bleibt und nächstes Mal wieder reinschaltet. Schönen Tag noch, schönen Abend. Bis dahin und tschüss.